Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren! Ich freue mich auch über diese Debatte. Es ist immer wichtig, den Bundesverkehrsminister an seine öffentlichen Versprechen zu erinnern und an seine Darstellung, dass er der Retter des Verbrennungsmotors ist. Ich glaube aber, und da teile ich sicherlich auch Ihre Meinung, dass das nicht passieren wird. Dieser Verkehrsminister wird in die Geschichte der Bundesrepublik Deutschland eingehen als derjenige, der nicht nur dem Autofahrer das bezahlbare Auto, sondern auch der deutschen Autoindustrie die Existenzgrundlage genommen hat. Fangen wir mit der Autoindustrie doch mal an. Die deutsche Autoindustrie steht, man kann es nicht anders sagen, am Abgrund. Da führen auch Zitate wie Volkswagen, ein großer deutscher Konzern, sich dazu bekennt, dass er nicht mehr wettbewerbsfähig ist. Die führen doch schon auch in der Zulieferindustrie, in der Bevölkerung zu Augenbrauen hochziehen. Aber es ist ja tatsächlich ein öffentliches Eingestehen des Versagens, dass Ihre Politik der Subvention von Elektromobilität offensichtlich bei den Herstellern nicht ankommt. Die Produktion von Fahrzeugen in Deutschland, ja, die ist zurückgegangen von 5 Millionen Fahrzeugen auf 3,5 Millionen Fahrzeuge in diesem Jahr. Das ist ein Versagen dieser Regierung. Sie haben es nicht geschafft, diese Transformation herbeizuführen. Es ist aber auch nicht nur ein Versagen dieser Regierung, es ist auch ein Schlag gegen die Autofahrer selber. Wir haben das Problem in diesem Land, dass die Leute keine Elektroautos kaufen, weil sie eben als Erstfahrzeug unpraktikabel sind und nicht nutzbar. Das heißt, Elektromobilität findet da statt, wo man 2 oder 3 Fahrzeuge im Fuhrpark hat oder eben im Kleinwagensegment als Drittfahrzeug. Das ist die Realität, das sagen Ihnen alle Experten. Es ist eine Unverschämtheit, sich dann hinzustellen mit einem Autogipfel, wie das hier passiert ist, und dann von der Autoindustrie zu fordern, dass man doch bitte jetzt Kleinwagen und billige Elektrofahrzeuge herstellen soll. Sind wir hier im Sozialismus? Nein, das sind wir nicht. Den haben wir überwunden, auch wenn Sie wieder dahin zurück wollen. Schlimm, dass Sie da mitmachen. Das ist wirklich schlimm. Was ist denn das Ergebnis, wenn wir in Deutschland billige Elektromobilität fördern? Was wird das denn bewirken? Es wird bewirken, dass wir genau wie bei der Solarindustrie chinesische und andere ausländische Konzerne mit deutschem Steuergeld fördern werden. Deutsche Steuerzahler, deutsche Arbeitnehmer tun mit diesen Subventionen die Abschaffung ihres eigenen Arbeitsplatzes unterstützen. Das ist Ihre Politik. Da sind wir dagegen. Da machen wir nicht mit. Jetzt komme ich noch mal kurz zu Ihrem Antrag. Ihr Antrag bedeutet im Grunde genommen genau das Gleiche, was wir hier vor 5 Jahren im Bundestag eingebracht haben. Wir haben uns vor 5 Jahren dafür stark gemacht, dass es eine Anrechnung auf die Flottengrenzwerte gibt. Da war der Verkehrsminister, der Herr Scheuer, aus Ihrer Fraktion. Der hat sich aber nicht in Europa dafür eingesetzt, dass das passiert, muss man leider auch mal sagen. Heute fällt Ihnen das ein, 5 Jahre zu spät. Das Hauptproblem Ihres Antrags ist 5 Jahre zu spät. Weil Sie jetzt zu spät kommen, wird das, was Sie hier fordern, so gar nicht mehr umsetzbar sein auf der Zeitschiene, wo die Effekte eintreten. Wir haben jetzt eine Situation in Europa, dass die Industrie Planungssicherheit braucht. Wir wissen, dass Elektromobilität ein Hirngespinst ist, zumindest in der Breite. Das wissen wir alle, zumindest die vernünftigen Seiten des Plenums wissen das. Tatsache ist nur, dass wir jetzt eine Lösung brauchen. Die Lösung kann aber nicht sein, wie Sie fordern, hier jetzt noch mal die synthetischen Kraftstoffe hochzufahren. Nein, die Lösung muss sein, dieses unsinnige Verbot des Verbrennungsmotors auf europäischer Ebene muss ausgesetzt werden. Mindestens aber um 10 Jahre verschoben. Wir haben sonst in diesem Land ein Desaster für unsere Industrie und für die Menschen in diesem Land. Alles andere ist eine unverantwortliche Politik. Und ich erwarte von Ihnen als Regierung, dass Sie das endlich akzeptieren und dass Sie diesen Weg auf europäischer Ebene gehen. Vielen Dank.